So, und schon sind wir wieder zurück hier bei The Legend of Zelda. Triforce, der Göttin des Triforces. Ich weiß nicht mal, wie der Titel ist. Auf jeden Fall, hey, wir starten hier bei der westlichen Dorfhöhle und ich muss leider sagen, ich habe ja keine Ahnung, was wir letztens gemacht haben, denn meine letzte Aufnahme ist irgendwie gerade gefühlt 120 Jahre her und deshalb kann ich es einfach gar nicht mal sagen, ja. Wir haben zwei Feen, das ist prinzipiell, glaube ich, ganz gut. Es ist halt echt nur die Frage, was haben wir das letzte Mal gemacht? Verdammt, verdammt, verdammt. Ich hätte mir das vielleicht merken sollen, aber naja, habe ich natürlich nicht. Toll, ne? Gut, auf jeden Fall, wir holen uns hier noch eine Fee. Aber das ist jetzt echt ein bisschen doof. Haben wir diesen einen Endboss, haben wir ja gemacht, oder nicht, oder schon, oder ich weiß ja nicht mehr. Also ich weiß, Moment, wir haben zwei Kristalle haben wir jetzt. Lass mich mal kurz flöten. Ja, ich wollte eigentlich flöten. Komm hier. So, den haben wir ja gemacht, oder? Den Tempel, haben wir den jetzt fertig gemacht? Oder haben wir diesen Boss letztens wieder nicht geschafft? Gehe ich ja davon aus, dass wir da. Ah, ja, genau, Flöte auf jeden Fall. Ja, den haben wir ja schon lange gemacht, oder? Oder auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ja, es ist ganz toll. Verplant in Hyrule. Ja, super, okay. Komm, wir flöten uns nochmal weg hier. Auf jeden Fall. Ach, stimmt, wir haben wir jetzt die Pegasus-Stiefel eigentlich? Ich glaube schon, oder? Ja, genau, stimmt. Wir haben ja die Pegasus-Stiefel. Die hatten wir letztens gefunden und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir den Boss in den Tempel gemacht haben oder nicht. Das muss ich mir vielleicht irgendwann mal angucken. Aber auf jeden Fall, mit den Pegasus-Stiefeln haben wir so viele tolle Orte, die wir erreichen können. Ich würde mal sagen. Oh, danke. Ich würde mal sagen, das machen wir jetzt auch. Ja, einfach nur, damit wir es gemacht haben. Damit wir wieder ein bisschen mehr tolle Dinge entdeckt haben. Ja. Die uns dann im späteren Verlauf des Abenteuers nützlich sind. So, gut. Genau, die Wache, die kommt weg, weil die nervt mich. Habe ich schon mal gesagt, Wache, dass du mich nervst? Ich glaube schon. Ja, gut. Okay. So, denn da oben zum Beispiel, es sind zwei ganz hübsche Höhlen, man erinnert sich dran. Da, wo wir nur mit den Pegasus-Stiefeln hin können. Ja, weil, warum? Weil wir hier, genau, flupp und flupp. Voll Spaß. Und rein da. Oh, hi. Haben wir den Hammer schon? Ich glaube ja nicht, ne? Kommst du her? Danke. Wupp, wupp, wupp. Ja, der braucht Hund. Na toll, jetzt ist er da hinten gefangen auch noch. Das ist ja super. Ja toll, jetzt kann ich ihn hier nicht treffen und der hat sich da irgendwie durchgepackt. Gut, so geht's auch. Sowieso werde ich das Gefühl nicht los, dass das ein Fehler war. Autsch! Geh weg! Oh, warum war der zu schnell hin? Hauptsache der andere hat ewig gebraucht und der war irgendwie so, ja, komm her, ich sterbe freiwillig für dich. Ah, guck mal. Ah, cool, die kann ich sogar mit dem Boomerang stunnen. Das wusste ich gar nicht. Gut, der Stun hält 3 Sekunden an. Nicht mal. 3 Sekunden wäre eh lang. So. Und wir machen alle kaputt. Hui. Wow. Moment. So, zack. Und du nochmal. Und ja, genau. Sehr schön. Eine schon mal hin. Und ja. So, sehr gut. Ohne Kiste. Ja, toll. Wieso ist die jetzt? Die verdeckt den Stern. Oh, guck mal, 20 Rubine. So, aber irgendwo ist da noch was versteckt, weil da war ein Stern drunter. Ihr wisst das ja. So. Oder bedeutet der Stern nur, töte alle Gegner, dann bekommst du eine Kiste. Kann natürlich auch sein. Aber ich glaube das fast nicht. Wahrscheinlich kann man hier irgendwas noch machen. Vielleicht mit den Stiefel da dagegen rempeln. Nö. Echt nicht, ist da jetzt nichts. Das glaube ich fast nicht. Ja gut, keine Ahnung. Vielleicht ist ja wirklich nichts. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Oh nein, ein dunkler. Ah, doch, kein dunkler Raum. Okay. Hui. Na toll. Oh. Wow. Yep. Das war jetzt sicher ein Fehler, oder? Autsch. Also, ich könnte ja jetzt hier durch, ne? Ja, ist doch kein Fehler. Blub.
Ah, diese blöden schießmütigen Fackeln da, ne? Ah, Gott sei Dank, wir können hier durch. Da bin ich ja sehr froh drüber. Huch! Lass das? Nein, muss das sein. Wieso darf ein Stein hier jetzt auf einmal... Wieso darf der das? Toll, das ist jetzt, das kann jetzt echt ein bisschen nervig werden. Ja, ich wusste es, das wird nervig. Nein, oh nein, oh nein, die schießende Vase hat mich getötet. Flüpp, flüpp. Okay. Ja, hab mich die fliegende Vase getötet. Die fliegende Vase. Habe ich jetzt wirklich die fliegende Vase? Ich meinte natürlich hier dieses schießmütige Teil da. Was bringt mir das? Was bringt mir das? Achso, ich muss hier irgendwo... Ah ja, der da, okay. Ja, vermute mal, so rum ist richtig. Aber wissen tue ich es natürlich nicht. Wir werden sehen, stellt sich heraus. So, schön runter da und rein da. Ja, gut, war prinzipiell richtig. Jetzt ist nur die Frage, was ist hier richtig? Das da? Das da? Nö. Aha! Ah, ich will doch da nur... Ah, okay. Ja, und hier könnte mir vielleicht keiner sagen, dass da vielleicht ein Geheimnis versteckt ist oder so. Hm. Ah ja, ja gut, dann machen wir ihn so. Oh, ein Schlüssel! Juhu! Bringt mir der irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Ah, ich verstehe, okay. Ich verstehe schon. Ihr könnt euch erinnern, es gab ja damals so einen Typen, Text-Dingens, der irgendwie sagte, oh, pass mal auf, Freund. Das ist jetzt toll. Oh, pass mal auf, Freund. Ach, stimmt, den musste ich ja umschalten. Du musst in 4 Bereiche gehen, die von Pegasus-Stiefelsteinen verdeckt sind. Also so genau stand es nicht drinnen. Aber naja, und dort musst du 4 Schlüssel finden, um das Masterschwert zu finden. Das ist sehr schön. Das bedeutet, bald bekommen wir das Masterschwert. Juhu. Und wir müssen auf jeden Fall irgendwann mal die ganzen Bosse nachholen, die wir nicht gemacht haben. Das freut mich ja besonders. Gut, naja, so, komm. Jetzt erstmal da durchkommen irgendwie. Autsch. Ui, flipp. Hallo? So, genau so. Schnell durch da, durch da, durch da, durch da. Super. Und hier soll es vielleicht noch irgendwas geben, aber ich glaube ja nicht dran. Zack. Weil ich kann mir ja nicht vorstellen, diese Kiste mit... Alter, diese Kiste mit 20 Rubinen, die ist ja voll... Was? Warum kann ich da durchlaufen? Hallo? Warum kann ich durch die... Ja, gut. Ja. Ich hab keine Ahnung. Egal, komm. Ich geh mal lieber da raus, sonst passieren noch schlimme Dinge. Ich hab das so im Gefühl. Ich will nicht, dass schlimme Dinge passieren. So. So. Gut, das war Höhle Nummer 1. Sehr schön, da bekommt man ein Herz. Und guck mal in Höhle Nummer 2, die von Steinen bedeckt ist. Ah ja. Ja, die Freunde, die sind irgendwie... Oh. Danke. Die sind irgendwie hier ganz gerne vertreten, habe ich das Gefühl. Hui. Hui. Juhu. Stoßattacke. So, da kommen wir ja nicht hoch, nein. Oh, mehrstöckig. Guck mal. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Voll tief nach unten. Oh. Und überall sind wilde Wachen. Eine wilde Wache gefunden. Stirb, wilde Wache. Zack. Okay, okay, okay. Wir müssen auf jeden Fall diese Kiste holen. Und dazu müssen wir diese wilde Wache töten. Ja. Vielleicht, wenn wir Glück haben, ist in der Kiste dann eh auch schon der Schlüssel. Man weiß es ja nicht so genau. Schauen wir mal. Juhu, flipp. Kistlein, öffne dich. Ah, guck mal, da ist schon der Schlüssel. Cool. Sehr schön, so gefällt mir das. Dann haben wir schon 2 von 4. Jetzt ist nur die Frage, wo die anderen 2 sind. Aber naja, also werden wir früher oder später rausfinden. Würde ich mal sagen.
Früher oder später? Mehr später als früher, aber... Ja gut, vielleicht muss sogar Glück, wer weiß. So, bah. Hui! Wow. Lass das. Böse Wache, böse Wache, böse Wache, böse Wache, böse... Böse Wache, böse... Böse Wache, habe ich gesagt. Genau. Ganz böse Wache. So, nun gut. Nun denn. Es ist schön, dass wir jetzt mit dem Dorf sind, weil ich befürchte, die anderen Höhlen, die werden wir nicht so schnell finden. Also noch sind wir nicht im Dorf. Sollen wir kurz in die verlorenen Wälder gucken? Verlorene Wälder! Oder Nebelwälder, oder wie heißen denn die da? Ah, verdammt. Diese Monster sind schon alle ein bisschen lästig, ne? Ein bisschen lästig seid ihr ja schon, Monster. Ein bisschen. Stirb, stirb, stirb. Oh. Sehr schön. Herzen. Ka-ching. Hey, vergeht ihr keine Zeit, dieses Schild zu lesen. Beeil dich lieber. Ja, da steht auf jedem Schild. Toll. Und irgendwann wird es ein Schild geben, da wo voll die wichtige Information drauf steht. Und ich lese es nicht, weil auf jedem anderen Schild steht, lese die Schilder nicht. So, na klar, dass hier Diebe sind. Ich hasse Diebe. Also eigentlich sind sie mir egal, aber eigentlich hasse ich sie. Komm, gucken wir da mal rein. Waren wir da schon mal drin? Oh ja. Schauen wir nochmal, was dahinter war. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Das aufgesprengte Loch zeugt davon, dass wir schon drin waren. Das klingt komisch, ich weiß. Aber naja, gut. So, okay. Du. So. Du. Vergeude, keine Zeit, dieses Schild zu lesen. Ja, waren wir da schon drin? Ja, ich glaube doch. Und ich glaube, wir haben hier auch schon... Ja, das haben wir, da haben wir schon alles gefunden. Komm, wir müssen nicht Orte zweimal besuchen. Es ist echt schlimm, weil ich jetzt so lange nicht aufgenommen habe. Mir fehlt echt die Hälfte von dem ganzen Zeugs, wo wir schon waren. Nein, jetzt ist die schöne Waldmusik weg. Ich finde das so traurig. Moment, und ich merke gerade, wir haben ja eh die Feentransportationssystem. Geht das aus dem Wald eigentlich auch? Waren wir da schon drinnen? Gucken wir mal rein. Ja, waren wir schon mal, aber bringt noch nichts, weil wir immer noch nicht den Hammer haben. So, das ist ja der Hammer. Komm, wir nehmen mal kurz den Feenexpress. Also den Vogelexpress, nicht Feenexpress, ist ja ein Vogel, keine Fee. So, wir gehen mal, ja, Nummer 1, das ist schön. Ist das die Lichtung? Nö, ja, das ist das lustige Haus. Toll. Nochmal bitte. Hallo, Vogel, kommst du bitte? So, Nummer 2 ist Linkshaus, da müssen wir auch nicht. Da oben kommen wir ja genau gar nicht raus. Oder kommen wir da jetzt mittlerweile raus? Ja, cool, da kommen wir jetzt raus. Das ist ja cool. Aber ich habe das Gefühl, ich will noch nicht in diesen Spiegel rein. Ich glaube, das ist noch zu früh für mich. Lass mich! Hilfe! Nein, nehmt mich mit! Wir gehen da später rein. Jetzt erstmal gehen wir hier hin. Weil ich glaube, wie gesagt, dieser Spiegel in eine andere Dimension ist noch zu früh für mich. Da will ich ehrlich gesagt noch gar nicht hin. Ich will zuerst mal alles hier durchsuchen, was ich jetzt mit meinen tollen Pegasus-Stiefeln öffnen und durchsuchen kann. Ich glaube doch, dass wir da noch das eine oder andere haben. Aber ich glaube, hier braucht man auch einen Hammer, oder? Ja, aber klar. Überall braucht man einen Hammer. Das ist ja eine Frechheit, sowas. So, gut, da ist sonst auch nichts. Oder gab es ja noch irgendwo? Ja, doch, irgendwo gab es sicher noch so Zugänge, wo wir ohne Stiefel nicht rankamen. Was hier vielleicht? Nö, das war der Dungeon, haben wir auch schon durch. Ha, immer diese Herumsucherei, ne? Da muss ich eine Geschichte erzählen. Also suchen, das ist immer so eine Sache, ne? Und wenn man ewig sucht nach fast offensichtlichen Dingen, dann ist das so deprimierend, irgendwie, wenn man das dann rausfindet. Ah, guck mal, da kann ich was mitnehmen. Ui, flupp. Ja, hat sich voll ausgezahlt. Ist das dann irgendwie voll deprimierend, wenn man das dann rausfindet und sich denkt, boah, was? So einfach war das? Verdammt. Und ich habe da jetzt stundenlang gesucht. Geht mir auch oft zu, sehr oft sogar. Das ist leider sehr traurig. Aber nein. Oh, guck mal. So, stirb, stirb, stirb bitte. Danke. Ah, cool. Da kommen wir auch noch nicht, kommt man auch noch nicht dran bisher. Darum machen wir das jetzt auch schnell. So, flipp. Und lauf, Link, lauf, Link. Sehr schön, rein da, schnell. Ah ja. Ja, man sieht ja daran, weil wir schon zwei Schlüssel haben, sieht man, ich schalte mal um.
sieht man, dass das hier auch wieder so ein Tempel ist, wo wir die Schlüssel für das Masterschwert suchen müssen. Ich will da durch. Da komme ich aber nicht durch. Okay. Gut, ich schalte den Schalter, glaube ich, doch mal lieber wieder um. Ja, toll. Ich will doch dieses Kreisel, will ich auch. Ich will dem Kreisel auch nicht zum Opfer fallen, aber naja. Es würde gehen, wenn ich mit dem Enterhaken kurz unverwundbar mache, aber naja. Nein! Verdammt. So ein Scheiß. Stirbt. Also, schalt um, meinte ich. Ah ja, ich hab das Gefühl, ja, nachdem dieses Boden-Dings bedeutet, hier gibt es wieder Geheimnisse, dass es hier irgendwo Geheimnisse gibt. Hm, was sind jetzt wohl Geheimnisse hier? Hier irgendwo? Hallo vielleicht? Hallo? Nö. Wahrscheinlich kann ich da durchschießen, oder? Nicht? Ja. Was ist das? So, wo könnte hier das Geheimnis sein? Vielleicht irgendwo hier? Nee, das habe ich schon alles probiert. Moment, wir probieren es mal mit einer Bombe. Bombenpower! Nö. Hier? Bombenpower? Hier vielleicht irgendwo? So ums Eck. Nö. Da? Hm. Gute Frage. Vielleicht kann ich mit einem Boomerang hier durchschießen. Auch nicht. Hm. Das ist echt eine gute Frage. Vielleicht kann ich die Bombe ja... Ah, da komme ich. So weit komme ich da rüber. Ernsthaft? Nö. Mit einem Pfeil? Ein Bogen? Auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber der bedeutet irgendwas. Und ich werde rausfinden, was. Oder? Link, findest du das raus? Die Säule sieht ja äußerst verdächtig aus. Ja, wir bräuchten den Sumaria-Stab. Ah, ich... Nee, da muss es... Irgendwas muss es hier geben. Irgendwas muss es hier geben. Und ich werde es rausfinden. Aber wir haben ja schon überall dran gezogen und überhaupt... Ah, vielleicht ist ja irgendwo wieder irgendwas anderes wieder ein Schalter. Irgendwas Geheimes hier. Ah! Vielleicht das Ding? Nein, auch nicht. Das Ding vielleicht selber. Was haben wir denn sonst so anzubieten hier? Flup! Flup! Nö. Mit dem Feuerstab vielleicht? Auch nicht? Hm. Keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Aber meistens sind sie ja Krüge. Oder irgend sowas. Oder irgend so ein Scheiß, ne? Da können wir ja... Das geht ja auch unmöglich. Ja, macht... Das ist ja auch witzig. Er macht doch irgendwie... Ja, was bedeutet eigentlich ein Geheimnis? Können wir da schräg durchschießen? Nein. Können wir da irgendwo schräg durchschießen? Können wir da drüber schießen? Nein. Was könnten wir hier eventuell tun? Ah, das ist fies. Ich will jetzt hier noch nicht aufgeben. Das geht nicht. Ich meine, ich könnte, hätte ich den Sumaria-Stab, würde es gehen. Aber es muss irgendwie anders aufgehen. Vielleicht da? Oder, Moment, mit dem Erdmedaillon vielleicht, ne? Das wäre voll fies. Ui, flip, flip, katsching! Nö, das wäre aber wirklich fies gewesen. Vielleicht mit der, hier mit dem, flup, flup, flup. Können wir das anzünden? Flup, 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 flup. Eieiei, nö, nö, nö. Flöte, hilf mir! Ja, ich habe keine Ahnung. Irgendein Geheimnis gibt's hier. Aber vielleicht gibt's das... Moment. Wahrscheinlich gibt's das hier. Nö. Das wär's, wenn einer der Pömpel hier... Vielleicht ist auch einer der Pömpel hier durchgängig. Moment mal.
Alter, das wäre so fies.